Ja, herzlich willkommen wieder bei Grummi TV, unserem Heimkinokanal. Wir haben Termin 2 und sind ein wenig in die Eifel gefahren, weil so viel dürfen wir verraten und sind beim Hans-Jürgen angekommen. Ja, so ist es. Ist so, ne? Ja. Und der Hans-Jürgen, der wohnt gar nicht so lange hier. Der wohnt seit einigen Monaten erst so richtig hier. Seit Februar wohne ich hier mit meiner Frau, haben wir hier neu gebaut und uns den Traum auch mit einem Heimkino erfüllt. So ist es. So, jetzt können wir ein paar Jährchen zurückgehen. Deshalb haben wir uns das ein bisschen gemütlich gemacht hier. Denn wir haben festgestellt, es ist schon verdammt lange her, dass wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ja. Das war eine Zeit, wo man sogar noch von Beamer-Treffen gesprochen hat. So ist es. Der eine oder andere Zuschauer wird wissen, worüber wir sprechen. Das war eine Veranstaltung, die war bei uns im Cast. Und da haben wir damals wirklich sogenannte Shootouts gemacht, weil das gab es damals auf großen Messen wie Fotokina auch. So ist es. Erinnerst dich, ne? Da waren die ganzen Projektoren nebeneinander gestellt. Dann ging das sogar mal weiter, haben die das sogar mit Flachbildschirmen auch gemacht. Haben die auf Flachbildschirmen die ersten nebeneinander gestellt. Die ersten alle sogar. Haben das gleiche Signal gehabt und dann durfte man also selber mal schauen, welcher ist denn wohl ihrer Meinung nach der Beste und so weiter. Und das haben wir damals im Beamer-Treffen gemacht. Ja, weil es war auch interessant, weil früher war das mit den ganzen Beamern und mit den ganzen Geschichten also nicht befriedigend für mich. Weil ich bin ja, wie gesagt, Kameramann gewesen. Das haben wir noch gar nicht gesagt, aber das hast du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt und da hatte ich natürlich einen Anspruch, was die Bildqualität angeht. Und das ging ja gerade so da damals los, wo man sagen konnte, jetzt kann man mal darüber reden. Ja, hast du eigentlich noch analog gelernt? Ich habe noch analog gelernt. Also du hast noch die Rolle surren gehört. Ich habe noch die Rolle, die Rolle surren gehört. Wir haben damals mit der Eclair gearbeitet oder mit der Ariflex. Allerdings nicht 35 mm, nur alles 16 mm aktuell. Also ich habe nie Spielfilm 35 mm gedreht. Du warst in der Dokumentation tätig? Dokumentation und Reportage, Sport, alles Mögliche. Und dann zu der Zeit, wo ich gekommen bin, ist ja der Film beim WDR, habe ich ja gearbeitet, ist abgelöst worden. Man hat sich dann auf U-Matic. Ich weiß, Riesenkassetten, Riesenkassetten haben wir noch sehr mitgearbeitet. Und früher noch sogar von der Fese, das ist die Bosch GmbH Fese gewesen. Die haben eine Kamera gehabt, die nannte sich KCU und KCK. Die hatten noch so eine Bauchstütze und Riesenteil, schwer mit einem Backpack, mit so einem Rucksack. Ja. Und dann hatten wir immer gesagt, sagen wir Schubkartenfernsehen, da war eine tragbare 1-Zoll-Matz drauf. Von so Ampex, ein Band. So ein Ding. Und damit sind wir durch die Gegend gefahren. Wie lange hat der Akku gehalten? Oh, wir haben da mehrere Sätze mitgehabt. Ich glaube, so maximal 20 Minuten. Ich kenne noch die ersten Konsumer-Dinger mit einer halben Stunde. Nee, 20 Minuten. Rucksack gehabt, Rekorder am Rücken und dann vorne die Blaupunkte. Ja, wir haben auch viel am Kabel gearbeitet, weil letztendlich haben wir ja auch viel live gemacht. Ja. Und live geht ja nun nicht mit Film oder mit irgendwas anderem. Und da haben wir quasi mit großen Ü-Wagen Übertragungen gemacht. Damals hatten wir noch alle Rechte an der Bundesliga. Da habe ich sehr viel Sport auch gemacht. Dann alle möglichen Sendungen, die der WDR produziert hat oder die ARD. Angefangen von Bios Bahnhof bis Lindenstraße. Das waren so noch die Spielproduktionen, die wir gemacht haben. Alle möglichen, so auch kulturell in Sachen Theateraufzeichnung. Auch noch Wille Milovic aufgezeichnet im Theater. Das wurde ja alles dann mit Ü-Wagen gemacht. Da fuhren wir dann mit einem Kamerazug hin, also mit 4, 5, 6 Kameras teilweise. Und das war ja dann alles am Kabel. Bis auf auch manche tragbare Kameras dann mit Funkstrecke arbeiten konnten. Und dann warst du auch flexibel und konntest eben auch ohne Kabel mal irgendwo schnell hinlaufen und Dinge machen. Das hat dann so diesen Reportagecharakter gehabt. Wir haben sogar ein Theaterstück in Mülheim an der Ruhr aufgezeichnet mit einem berühmten Redakteur. Montes ist leider schon tot. Den Zyklopen, altes klassisches Stück. Und das hatte der sehr modern adaptiert. Quasi war da Odysseus mit seiner Mannschaft, die waren alle in Kampfanzügen, wie eine Invasionstruppe im Grunde genommen. Und der Zyklop war nun das arme Land, wo die Invasion stattfand. Und da haben wir fast alles mit so einer tragbaren Kamera gedreht, weil dieser Regisseur wollte diesen Reportagecharakter. Ne? Und dafür haben wir diese Sachen dann oft auch eingesetzt. Ne? Und ja. U-Matic war in den 80er Jahren. Ja. Das war 80er Jahre. Danach ging es weiter. Dann habt ihr Betacam verwendet wahrscheinlich. Betacam, dann gab es irgendwann die 1-Zoll-Bänder, auch von der Fese, die richtig gut waren auch. Aber alles immer sehr große Maschinen. Was du jetzt meinst, diese 1-Zoll-Matzen, die waren eigentlich auch
stationär. Die waren eigentlich nicht tragbar, außer ein paar exotische Modelle, aber meistens U-Matic. Das heißt, du hast dann schon Kameras am Rücken oder auf der Schulter gehabt, die 10, 15 ja, Kilogramm auf jeden Fall gewogen haben. Das ne? merkt man dann auch. Ne? Ja, man merkt es. Ne? Mhm. Und mittlerweile hast du da hinten, hast du gerade uns eine Aufnahme gezeigt, die hast mit so einem winzigen DJI-Teil gemacht. Richtig. Das ist Osmo Pocket oder so, wie heißt die, glaube ich. Richtig, ne? Diese kleine bewegliche, das ist also enorm, was da passiert ist. Das wäre zu meiner Zeit ein Traum gewesen, sowas zu haben, weil also für einen Kameramann ist es ja wirklich toll, Perspektiven zu haben. Mit einer großen Kamera ist man nicht so flexibel und nicht so, kann nicht so schnell arbeiten. Die tragbaren Kameras, die damals gekommen sind, haben ja auch Henkel oben gehabt, deswegen auch der Begriff Henkelmänner. Und da konntest du dann schon mal nach unten gehen und Perspektive machen oder nah ran. Und also ist ja diese alte Regel, geh ans Objekt. Ne? Das ist dann immer ganz gut. Immer ran ans Objekt. Ja, noch ran ans Objekt. Wenn es geht, also das bringt Dynamik. Ne? Und alles andere ist natürlich sehr, wenn man sieht, konservativ. Wenn man sich überlegt, wie wir damals die Sportschau gemacht haben im Studio und wie sie heute aussieht mit Kranen und allem Gedöns. Ja, früher war das alles. Ziemlich... Am Kamerakran arbeiten wir auch noch. Ja. Mal gucken, wann wir den einsetzen. Wir nehmen demnächst die Mini-Drohne. Du hast so eine Mini-Drohne, du fliegst sie auch rum, ne? Ja, ab und zu mal. Ne? Ja, klar. Ja, die Kräne, die Riesenkräne, die wir ja im professionellen Bereich früher gehabt haben, bei großen Shows, die sind teilweise abgelöst worden durch die Drohnen, durch gute Drohnen. Ja. Ja? Sogar oder an Kabeln in Hallen, wo dann auf Seilen quasi eine Kamera einfährt. Ja, Götze nicht, immer Karneval, bin ich immer dabei. Da schießt immer von vorne nach hinten immer durch. Ja, Karneval, das war nie so mein. Das ist doch sogar seit 2 oder 3 Jahren wird sogar ein HDTV produziert. Da habe ich ganz schön geguckt, bis die mal angefangen haben. Na ja, gut, als alter Norddeutscher. Aber HD hast du ja sowieso schon, das hast du ja gemacht. Ja, was ist Norddeutscher? Ich bin alter Norddeutscher. Du warst beim Schlager-Move, bist du mal dabei. Ich bin ja eigentlich kein Karnevalist in dem Sinne, soll ich so sagen. Okay. Und ich habe das aber gemacht, weil das ist natürlich, ein Event hier. Immer ran an den Mann. Ja, immer ran an den Mann. Ja, oder Frau. Ist es immer lustig, ne? Und schön bunt, alles so schön bunt hier. Ja. Bringt schon was. Ne? Aber jetzt bist du Rentner. Jetzt bin ich Rentner seit 2013. Und bin heilfroh. Echt? Ja. Ich du hast keine Langeweile, ne? Ich habe überhaupt keine Langeweile, weil ich ja selber viel mache. Aber im Hobbybereich, und das heißt ohne Zeitdruck, ohne Vorgaben. Und das ist traumhaft. Also zu sagen, ich kann jetzt ohne Zeitdruck arbeiten oder höre nicht mehr die Sätze. Ja, ist eine tolle Idee, aber wir haben keine Zeit, können wir nicht umsetzen. Im professionellen Bereich. Das ist dann frustrierend, weil man teilweise Arbeit abliefert, die okay ist, aber die nicht, so richtig die nicht befriedigt. Ne? Das heißt, du hast damals dich für Beamer und Fernseher interessiert, 2002, 2003. Dann hattest du ein Sanyo PLV Z4. Da war ein Gerät im Einsatz, der sogar noch hier steht. Irgendwo war der vorhin noch im Einsatz. Habe ich gerade jetzt weggeräumt. Hast gerade weggeräumt. Und der funktioniert immer noch. Der funktioniert immer noch, läuft noch. Den hatten wir damals, weil ich viel Wert gelegt habe drauf, Filmlook. Hattet ihr den noch kalibriert mit einem Orangefilter, sodass der Grünanteil so ein bisschen der Peak weg war. Und ich habe den lange benutzt und war sehr zufrieden. Und ich habe ihn heute noch mal probiert, weil Freunde von mir machen in der Garage eine Fete und wollen alte Nürburgring-Sachen, die sie selber gedreht haben, gucken. Wir haben den da in Betrieb. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Okay, und dann hast du ja, dann habe ich dir irgendwann mal einen Fernseher irgendwie in den 5. Stock geschleppt oder da so. Ist er. Da hängt der er. Alte das ist Pionier. Ein dicker, fetter Pionier mit noch den seitlichen Lautsprechern, die es als Zubehör gab, die da noch dran sind. Also auch ziemlich cool. Und der läuft immer noch. Der läuft immer noch und macht so ein geiles Bild. Ja. Und dann hast du dich entschieden, hier in die Eifel abzusetzen, raus aus Köln mit deiner Frau. Ja, ich war immer schon ein Landei. Eigentlich ja. Für mich waren Städte immer nur... Da bist du aber voll in Schwarz hier, ne? Ja, voll. Voll. Also wir sind jetzt hier in der Gegend gefahren. Ich kenne relativ gut Deutschland, aber hier so diese Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich also auch noch nicht vorgekommen, vorgedrungen. Naja, aber gut. Es gibt einen Supermarkt, habe ich gesehen. Ja, es gibt eine Kneipe. Es gibt Kneipen, es gibt Supermärkte. Berge gibt es hier. Hügel, sagen wir mal. Andere sagen dazu Hügel. Felsen, richtige Kletterfelsen. Ja, habe ich gesehen, da vorne hier waren so früher das Kletter-Eldorado des Alpenvereins. Deswegen gibt es hier 3 Alpenvereinshütten. Okay, also es gibt eine Menge Gründe, hier hinzukommen. In die Region. Das darf man aber nicht mehr klettern, weil es aus Naturschutzgründen geschützt ist. Ach so, könnte ich da so ein Lurch vielleicht auf die Füße treten? Ist ein Lurch oder Vögel und alles sind da. Es war natürlich auch hier ein Massenandrang. Auch gerade aus den Niederlanden kamen viele Leute, die hier geklettert haben. Und es war einfach zu viel. Gut, Kino ist weit weg und du wolltest dir irgendwann mal den Traum vom Kino erfüllen. Richtig. Und das hast du jetzt gemacht? Das habe ich gemacht. Wir haben hier Glück gehabt, konnten hier auf dem Grundstück gut bauen.
Auch was die finanzielle Situation angeht, war ich jetzt nicht unbedingt am Fliegenfänger. Ja gut, aber du musst es ja schon überlegen, ob du den Keller haben willst oder nicht, weil ja, wir wollten Keller eigentlich erst nicht haben. Der Keller ist teuer. Und ja, dann habe ich mit meiner Frau lange geredet und dann sagte sie auch, ja komm, wenn das ein Traum ist, wolltest du immer haben, jetzt brauchen wir einen Keller. Und Gott sei Dank haben wir es gemacht. Nicht nur in dem Heimkino, weil den Keller kann man so vielseitig nutzen. Das ganze Haus ist ja im Grunde genommen unterkellert und auch die ganze Technik, Wärmepumpe, Batterie. Ja, das soll kommen, so. Das müssen wir schon erwähnen. Erwähnen wir mal mit zwei Sätzen oder drei Sätze. Das ist ein sehr spezielles Haus. Ja. Dieses Haus ist unter ökologischen, ökonomisch auch irgendwo, ne, weil hat ja auch was mit Geld zu tun und vielleicht mit einem Geld einsparen. Aber das ist was für eine Art von Haus? Das ist eigentlich ein Fertighaus, das die, darf man die Firma nennen? Ja, klar, die Firma Baufritz baut, die kommt Baufritz aus dem Allgäu. Aus dem Allgäu. Und die bauen Häuser, die absolut nachhaltig sind, einerseits, andererseits aber auch, was die Materialien angeht, total umweltfreundlich sind. Genau, du hast das Ganze betreut bekommen von jemandem, der das Ganze, ist er Baubiologe. Das hat nämlich doch noch was mit dem Heimkino gleich zu tun. Das müssen wir schon gleich noch erwähnen, was da nämlich noch passiert ist oder was da noch gemacht worden ist. Also du hast schon drauf geachtet oder er hat noch mehr drauf geachtet, weil der hat ja Sachen erzählt, von denen hast du wahrscheinlich auch nichts gewusst. Nee. Habe ich mir gedacht. So. Also die Wände, die Farbe angeht und das Holz und bei Vollmond wahrscheinlich sogar noch geklöppelt und so weiter. Ja. Aber sieht arschig aus, man fühlt sich sehr angenehm, muss ich euch sagen. Ja. Und du holst dir die ganze Energie, mehr oder weniger produzierst sie selber. Sei es aus dem Boden heraus oder oben auf dem Dach ist natürlich noch was und es bleibt sogar noch was übrig am Monatsende für die Allgemeinheit. Ja, richtig. Also dann ist noch ein Bierchen drin. Da ist immer noch ein Bierchen drin. Oder eine neue Blu-ray. Naja, gut, ja, klar. Oder, ne? Es gibt ja viel, was man noch kaufen kann. Ne? Ich habe auch ganz viele Blu-rays mir neu gekauft, weil der schöne Beamer, den wir hier haben, von JVC, der kann eben 4K. Jetzt hat er schon verraten. Ah. Ja, es ist heute JVC-Tag. Aber gut, das soll es ja ruhig sein. Also du hast dann gesagt, das Haus haben wir bauen den Keller, der echt ganz schön ein Schluck aus der Pulle ist bei so einem Investment. Und dann hast du diesen Raum hier aber irgendwie so kombinieren wollen, dass du noch ein bisschen dein Hobby irgendwie, weil wir drehen uns nämlich gleich nur einfach um und sind schon mitten im Kino drin. Das heißt, im hinteren Drittel oder im hinteren Viertel, kann man sagen, ist jetzt hier deine Schnittanlage, mit der du noch arbeitest und wo deine ganzen Archivaufnahmen alles so auf dem Server drauf ist. Richtig. Hier ist mein Schnittplatz, wo ich Videos schneide, aber auch Standbilder kombiniere als... wie soll ich das sagen? Stumpfel machst du das, ne? Mit der Firma Stumpfel, die stellt die Software her. Und diese Software kann neuerdings, oder was heißt neuerdings, seit einiger Zeit schon, Videos integrieren, Standbilder machen, wie man es möchte halt, mit vielen, vielen Effekten. Es ist aber kein reines Videoschnittprogramm, das muss man sagen. Wenn man jetzt Videoschnitt machen will und ein bisschen aufwendiger, arbeite ich, es gibt viele anderen, arbeite ich mit Edios, ehemalig Grass Valley. Ganz, ganz früher hießen sie mal Canopus. Der andere wird auch das kennen. Es ist ein bisschen anders als zum Beispiel Premiere von der Bedienung her. Wenn man Photoshop kennt, kann man Premiere relativ gut bedienen. Das ist ein bisschen anders, aber hat viele, viele Vorteile. Vor allen Dingen, was die Codecs angeht, sind die unschlagbar. Also das heißt, du hast eine Menge Know-how an Bild, an Technik und wolltest das Ganze auch, wenn es geht, perfekt ins Kino umgesetzt haben. Richtig. Was hattest du da so aus der Idee her für Anforderungen? Gab es da irgendwas, wo du sagtest, das muss mindestens dies, das oder jenes können, Bildbreite, Bildgröße, was war wollte, dir wichtig? Du hast schon ein ziemlich großes Bild dir hier ausgewählt, was mir so mit den Abstand angeht. Du würdest schon jemand sein, der so im ersten Drittel sitzt im Kino wahrscheinlich. Es ist so, wir haben lange überlegt, also die Maße waren ja vorgegeben und durch die Dämmung, die wir hier drin haben, das muss ja sein, das kannst du vielleicht nachher noch was zu sagen, um hier den Hall rauszukriegen und einen tollen Sound auch zu kriegen, mussten wir hier viel dämmen. Und da gingen immer noch wieder ein paar Zentimeter weg von der Wand, ne? Auch hier hinten zum Beispiel. Ja. Und deswegen wurde das Kino von den Räumlichkeiten her natürlich kleiner. Gut, ist ja klar. Für zwei Leute reicht es noch, ne? Für zwei, drei Leute reicht es. Es war mal eine Idee, einen Podest zu bauen, dass man noch eine zweite Reihe hat. Aber das wäre mir zu weit nach hinten gewesen, da hätte ich hier nicht mehr genug. Okay, ich habe auch Bewegungsfreiheit. Nicht, ich habe auch nie vorgehabt, hier so ein Heimkino für ganz Blends zu machen, sondern ab und zu mal ein paar Leute, dann ist gut. Ne? Dann, okay. Ja. Und mehr oder weniger auch für mich und für meine Frau. Okay. Ne? Das ist so der Sinn und Zweck gewesen. Also ich werde hier nicht noch ein zweites Podest oder noch mehr Stühle reinbauen. Dann würde ich sagen, sollten wir uns mal in der nächsten Szene anschauen, wie der ganze Raum sich hier aufteilt. Mhm. So machen wir das.
So, jetzt könnt ihr im Hintergrund sehen, da ist nämlich das Kino, auf der einen Seite ist es zwar offen, so sieht es im ersten Moment aus, weil da ist ja dein Arbeitsplatz da, ja. Aber so ganz so offen ist es ja nicht, weil du hast die Rückwand hier schon bearbeitet. Ja. Die Rückwand ist ja schon vom Holger akustisch bearbeitet worden, weil die Gefahr wäre sonst gewesen, dass wir ein gewaltiges Echo uns da reinholen. Richtig, richtig. Das war hier auch ganz fürchterlich, als hier noch nichts drin war. Ja, das denke ich mal, ne? Wie die Sau. Wie im Stadion, ja, da irgendwie in der Halle, ja. Und der Holger hat hier eine Menge Subwoofer auch eingebaut, hier hinter der Leinwand, und dann brauchte man schon so eine Dämmung, die da hinten drin ist. Also es sieht schon ziemlich cool aus. Als ich reinkam, wir können da gleich mal verschiedene Lichteffekte zeigen. Du hast ja auch da mit Holger gesprochen. Das muss ich jetzt nochmal fragen. Die Vorgehensweise war ja, der Keller war da, der richtig. Raum war da. Sag mir mal was von den Dimensionen. Hast du die im Kopf zufälligerweise? Oh, Breite mal Tiefe? 4 Meter, 5 Meter breit, 7,30 Meter lang. Mhm. Okay, und es war von vornherein klar, der hintere Teil wird das Büro richtig. Und der vordere Teil wird jetzt das Kino. So hatten wir das geplant. So habt ihr es vorgesehen gehabt. Mhm. So, und dann hast du 3 Sitze aus einem Möbelhaus aus Schweden. Mit dem Elch. Unter anderem in Karst. Mehr werde ich nicht weiter sagen. Ich habe das beim vorletzten Video habe ich das zu Genüge erwähnt, dieses Karster Möbelhaus. Ja, ja. Und diese wunderschönen Schwingstühle sind auch hier im Einsatz. Mhm. Naja, und dann hast du jetzt hier, das ist also mal auch wieder ein etwas anderer Aspekt, du hast ja hier Betonwände gehabt und an den Betonwänden habt ihr jetzt diesen Vorbau gesetzt. Richtig. So, aber du bist ja beim Holger gewesen, hast gesagt, pass auf, ich muss das irgendwie kombiniert kriegen mit Büro. Ja, genau. Was hat er gesagt? Ja, also ganz zu Anfang war ich... Er ist jetzt nicht da, er ist jetzt hinter der Tür. Ja, also jetzt kannst du frei sprechen. Ganz zu Anfang war ich überhaupt Dennis. Ja. Ne? Und Dennis, da haben wir eine grobe Planung gemacht. Ja. Und der hat mich dann vermittelt an Holger. Ja, als es ins Detail ging. Und dann habe ich mit Holger, hat er mir einen Entwurf gemacht. Ja, und hat gesagt, das kriegen wir hin? Oder hat er gesagt, Gott, was hast du denn da vor? Klar kriegen wir das hin. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich ganz ideal. Mhm. Überleg dir die Dimensionen, wie groß willst du die Leinwand haben, wie viele Stühle willst du da reinbauen. Mhm. Und dann ging es ja... mit dem Abschnittplatz los, dass ich sagen wollte, ich will das kombinieren. Mhm. Und ja, dann haben wir das eben umgesetzt. Und das ging relativ gut. Ihr habt aber auch wirklich die Leinwand komplett über die gesamte Breite, die nur irgendwie verfügbar war, ausgefüllt. Haben wir. Ist auch eine Zodiac-Leinwand. Richtig. In dem Fall mal 16 zu 9. Richtig. Ja. So, und du bist jetzt mal voll, also nach oben, nach unten gegangen, hast also hier eine maskierbare Leinwand auch. Ja. Weil du auch natürlich vom Job her mit 16 zu 9 ja auch groß geworden bist. Ne? Ja, bei dir hat CinemaScope nicht wirklich eine Rolle gespielt, ne? Jobtechnisch. Ganz früher 3 zu 4 sogar noch. Ja, gut, okay. Das, ne? Das kenne ich ja noch so mit meiner Super 8-Kamera. PAL. Und PAL, ja, klar. Und ja, Super 8, genau. Ja, klar. Und dann kam eben 16 zu 9. Und, aber ich gucke eben viel auch Kinofilme. Mhm. Wenn ich hier selber produziere, arbeite ich auch mit Masken. 16 zu 9? Oder mit Maske? Mit Maske? Ja? Ja, ja. Damit das schicker aussieht. Das sieht schicker aus. Okay, alles Filmlook. Kann man ja machen. Filmlook. Da gibt es viele Filter, die man dann einbauen kann, wo unter anderem auch dieses 2,35 zu 1 oder 2 zu 1 teilweise im Format da ist. Ne? Das funktioniert sehr gut. Mhm. Und gibt was her. Ne? Das machst du dann? Dann mache ich dann. Okay, aber im Nachhinein, oder ich mache mir schon eine Maske vorher, manche Kameras können das, dass ich dann von dem Bildausschnitt her gut hinkomme. Aber meistens ist es so, wenn man 16 zu 9 dreht, ein bisschen Luft lässt, oben und unten, dann geht es. Kein Problem. Wie breit ist die Leinwand? Die Breite ist 3 Meter. 3 Meter, 16 zu 9, Zodiac, akustisch transparent. Ja. Weil jetzt ist sie auch hier, dieser Raum sieht nicht nach dem aus, was er eigentlich ist. Er hat nämlich eine Menge Lautsprecher. Ja. Alles auch wieder versteckt. Alles versteckt. Das war auch ein Wunsch so von mir, dass man die Lautsprecher eigentlich nicht sieht, bis auf ein Voice of God da oben. Oh, er hat es gesagt, Voice of God. Das heißt, du hast ja auch das über die letzten Jahre natürlich immer angehört, das Thema 3D-Sound. Ja. Ja, und ich wollte erst gar nicht so richtig rein. Ich habe gedacht, Stereo reicht mir doch, was soll das? Weil die Produktion, wenn man sich Eigenproduktion macht, also ich zum Beispiel mit meinen Sachen, ist es auch schwierig, mit mehr Kanal zu arbeiten. Und habe ich gedacht, Stereo reicht mir eigentlich. Aber die ganze Kinogeschichte, Blu-rays und so weiter, das ist schon ein Hammer. Und da hat mich Dennis auch bei euch überzeugt. Wir haben das uns ja alles mehrfach angehört, angeschaut. Shootouts gemacht, für mich Beamer und Sound angehört und dieses Auro 3D, was wir hier auch verwirklicht haben, ja, das ist schon ein Hammer. Das heißt, deine Stereo-Aufzeichnung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, lässt du mit der Auromatik dann unter anderem laufen? Teilweise? Ja, nein? Teilweise ja, teilweise nicht. Mhm. Manchmal kommt es richtig toll und manchmal dann ist die Sprache nicht verständlich genug. Mhm. Also das muss man probieren. Mhm. So. Okay, das heißt, du machst also ein bisschen abhängig vom Material, was du da produziert hast. Okay. Oder und auch, was ich teilweise jetzt schon fertig habe, wenn ich das neu produziere, kann ich vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Aber wenn ich jetzt alles schon abgemischt und fertig habe, dann ist es blöd. Ne? Okay, alles klar. Also N5 ist es geworden, habe ich
gerade richtig gesehen? Oder ist das ein N7? Ich weiß es gar nicht. Das ist der 7er. Der 7er. Ja, kann gut sein. Die sehen alle gleich aus. Ich habe nicht auf die Rechnung vorher geguckt. Ist live. Ich meine, ist der 7er. Ja. Okay, wunderschön. Das heißt, du hast dir den 7er gegönnt. Mhm. Ja, dann hast du es aber mal richtig wissen wollen. Ne? Ja, und ich meine, wir haben bei euch den auch angeschaut. Moment, N3, N5, N7. Gibt es, N5, ne? N7, N9. Nee, das ist der 7er. Ja, der mittlere. Ja, ja, der mittlere. Mhm. Ja, und also kann ich dir auch sagen, warum. Ich hatte eigentlich den Sony. Den, wie heißt er, 750er? 67er. Oder 67er. Das ist der Laser. Richtig, die Laser wieder. Hatte ich vorgesehen gehabt. Und dann haben wir festgestellt, dass bei Standbildern, wenn die überblendet werden, der so eine Art Bending hat. Ist kein Bending, aber ist es so ein Verlaufen. Das ist ein super kritisches Auge. Ja, du hast recht. Die Farbabstufungen sind etwas sichtbarer. Richtig, die sind richtig. Das macht die auch und da hab ich bei euch ja damals einen Stick mitgebracht, da habe ich die Sachen drauf. Dann haben wir uns das angeguckt und siehe da, der JVC macht es nicht. Der ist feiner in der Auflösung. Und übrigens, der uralte Z4 auch nicht. Ja, ich weiß. Mit der digitalen Ansteuerung vom Panel. Ja, ja. Ah, der Profi mal wieder hier. Ja. Okay, alles klar. Und das hat mich also schon gestört, gerade wenn man Standbilder, also ein Video. Ja, ja, du hast ein ganz anderes Auge, ich weiß nicht. Ich habe das Auge, ich kann das auch manchmal sehen. Ja. Okay, ja. Ja, schön. Also das war dann das Kriterium zu sagen, okay, jetzt diesen Video. Die Farbverläufe müssen sauberer sein. Muss sauber kommen. Ja, okay, alles klar. Und das hat er dann gemacht. Ja. Okay, und hat aber sonst auch kein Problem mit Helligkeit und so, ne? Das passt alles perfekt. Passt hier gut, das ist schon okay, obwohl ich feststelle, dass diese Leinwand schon ein bisschen schluckt. Ja, klar, tut sie auch. Minimal, aber sie tut was. Löcherchen drin, ne? Genau. Wobei, Löcherchen ist gut, das ist ein Gewebe. Das ist ein Gewebe, ja. Deshalb siehst du das nicht, das ist wiederum das Gute, man sieht eben die Löcher nicht. Der ist ja keine Löcher. Wo stehst du, sitzt du bei 3 Meter? Ungefähr 1:1 Verhältnis, ne? Ja. Okay, ja. Ist okay. Also die Entfernung ist okay. Manchmal setze ich mich sogar ein bisschen weiter zurück, je nachdem, wenn ich altes Material habe. Wegen der Auflösung wahrscheinlich, ne? Ja, ein bisschen zurück. Okay. Das sieht man dann schon. Ja. So, sag ich mal, so altes Material. Das sagen wir ja auch immer. Also ihr könnt ruhig dieses Verhältnis 1:1 haben, weil viele von euch zu Hause haben eben eine sehr hochwertige Bildqualität in der Quelle. Ja, also HD sowieso und dann mittlerweile ja auch 4K. Allerdings, klar, wenn ich mal so eine Uraltaufnahme auf meiner VHS-Zeit noch nehme, dann gehe ich wirklich freiwillig mal 2 Meter wieder zurück, weil da muss ich mir das auch nicht mehr so unbedingt antun. Aber das ist ja alles kein Problem. Naja, und ich sag mal, DVDs gucken. Macht nicht so viel Spaß. Je nachdem, manche sind richtig gut. Ja, aber manche auch. Aber manche sind so grottenschlecht, wo man da auch keinen Spaß dran hat. Ne? Deswegen habe ich mir auch sehr viele schon gekauft, auch alte Sachen. Die toll restauriert sind. Die toll restauriert sind. Ja, klar. Von Tati. Also zum Beispiel, da habe ich nie gedacht, dass das diese altes Material, die werden einfach wahrscheinlich neu abgetastet. Ich bin irgendwo jetzt mal hängen geblieben beim Wirtshaus Wirtshaus zu Spessart mit Lieselotte Pulver. Den haben die in HD, aber sowas von toll restauriert gehabt. Irre, ne? Das war schon irre. Dummerweise sieht man dann jedes Mal, wenn da hinten ein gemaltes Landschaftsbild als Kulisse diente. Aber egal, es hat einen Charme. Das ist das Problem auch schon damals bei uns gewesen. Als wir quasi HD Ready eingeführt haben, dass Kulissen sehr oft erkennbar waren. Und du musstest HD-Schminke haben, richtig? Und die gab es auch wirklich. Richtig, ne? Echte HD-Schminke. Ja, ja. Weil sonst siehst du da jede Unebenheit, jede Pore. Das, ne? Ja, da die Maskenbildner. Meinst du, die machen jetzt gerade 8K-Schminke? Also ich sag mal, das Gesicht direkt digital bearbeitet. Großaufnahmen in 8K oder 4K, ich glaube, das ist grässlich. Also, da muss man die Poren nicht haben. Müssen Poren zuschleistern oder was weiß ich. Ne? Machen wir nicht. Du hast also gesagt, das Thema 3D-Sound löst du damit, hast du alles. Ja. Dann hast du deine ganzen Filme, Inhalte, kannst du alles zeigen, hast viel mit Blu-ray. Wir gucken gleich mal ein bisschen die Hardware. Der Holger kommt gleich noch dazu, erklärt uns nochmal die Aufteilung der Lautsprecher. Ja. Summa summarum, ist das gute Kino hier mehr oder weniger regelmäßig im Einsatz? Kann man so sagen, ja. Also ich gehe hier sehr oft runter, alleine oder mit meiner Frau oder mit Freunden. Und wir gucken uns sehr oft auch alte Sachen an. Also aber drin restauriert. Ne? Ich sag mal Jacques Tati oder auch hier Nosferatu. Die richtig alten Dinger. Ja, ja, klar. Diese alten Sachen. Und die sind ja alle teilweise neu abgetastet. Ja, das heißt, die waren ja auf Zelluloid vorhanden. Mhm. Oder auf, und die werden genau neu, zu, so ist das nämlich. Und die werden neu abgetastet. Mhm. Und wenn die neu abgetastet sind, dann haben die auch eine gute Qualität. Mhm. Weil der alte 35mm Film war nicht schlecht. Der war richtig gut. Was die der hatte eine 4K-Auflösung, würde man so sagen. Ne? Ja. Kann man sagen. Da muss man nur die Kratzer wegmachen. Ja, gut. Wenn sie dann drin sind, stört es mich auch nicht. Ja, aber die werden ja aber meistens. Aber die Qualität ist gut. Ja. Die ist einfach gut, wenn sie neu abgetastet sind. Aber bloß nicht irgendwelche hochgerenderten. Weißt du, welchen Film ich jetzt kriege, der restauriert wurde? Und der wurde ja schon als Blu-ray restauriert rausgemacht. Aber jetzt haben sie den auch in 4K angekündigt. Mhm. Spartacus. Oi.
Spartacus, den 60er alten? Jahre. Ja, natürlich, der mit, alte. Mit wie heißt er? Mit Kirk Douglas. Kirk Douglas, ja, ja genau. Spartacus von Stanley Kubrick gemacht. Ja. Also ein Sensationsfilm. Wer den noch nicht kennt, muss den schauen. Ein absoluter Highlight der Sandalenfilme. Und den gibt es jetzt in UHD und Wahnsinn. Der kommt, ich glaube, im August jetzt raus. Ja, den könnt ihr dann demnächst mal bei uns mal zeigen. Guter Tipp. Ausschnitte. Ist ein werde cooles ich, Ding. Okay. Da werde ich gerade hier zuschlagen, ja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal den Holger holen, weil der kann uns ein bisschen was an Technik erklären. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Gut, lieber Holger, du hast hier die Aufgabe gehabt, das Ganze zu kombinieren. Ich sag mal, Spaß mit Arbeit, Vergnügen, Rentner sein etc. Das heißt, das Ganze ist jetzt hier ein bisschen offener. Ne? Da gab es zwei Sachen zu berücksichtigen. Wir haben schon erwähnt, die Rückwand da, die wurde schon von dir mal in Angriff genommen, weil sonst wäre was passiert? Dann hätten wir im Prinzip stehende Wellenraummoden gehabt und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, ist jemand in der Situation, dass er sagt, ich kann es nicht komplett schließen, ich muss den hinteren Bereich noch mit irgendwas noch verwenden. Von mir ist es sogar nur eine Bar da und dahinter ist eine Stein. Dann wäre es schon schöner, würde auch an der Rückwand noch ein bisschen was tun. Ne? Genau, also ist auf jeden Fall immer besser, aber das muss man einfach von Fall zu Fall schauen. Und hier hatten wir die Herausforderung, dass das Fenster als Tageslichtfenster in Benutzung bleiben sollte, damit der Hans-Jürgen hier auch bei Licht arbeiten kann. Und natürlich der ganze Raum sollte auch wohnlich aussehen. Mhm. Deswegen haben wir auch vorne noch Holz, wir haben unten Holzleisten, wir haben auch die grauen Seitenwände quasi über und unterhalb der Absorber so weitergeführt. Also das war im Prinzip ein komplettes Paket, nicht nur Akustik. Die Optik sollte halt auch passen. Das heißt, er hat von dir gewünscht, dass er das offen lässt nach oben und nach unten hin, um dann so ein bisschen den schwebenden Eindruck zu bekommen, weil das sieht ja ziemlich schwebend aus. Ne? Ja, na, also ursprünglich war es anders geplant. Ursprünglich wollte der Hans-Jürgen auch so ein gestaffeltes Element haben, sodass die LEDs nach vorne strahlen. In die Richtung, okay. Genau, nur dann wäre der Raum zu schmal geworden. Ja. Das wäre nicht gegangen und die Leinwand wäre kleiner geworden, weil wir mehr Raumbreite verloren hätten. Weil du immer diese schrägen Wände hast, das heißt, es geht zu weit in den Raum rein. Genau, zumindest hinten dann. Ja, okay. So, und wenn man hier sieht, wir haben hier vorne eine Lücke zwischen der Frontwand und diesem Absorber. Ja. Und damit konnten wir die Leinwand überhaupt nur aufhängen. Sonst wäre die Leinwand mit dem Rahmen zu breit gewesen. Hätte überhaupt gar nicht reinstellen können. Genau, genau. So, und das waren alles so Dinge, die wir beachten mussten. Und der Jürgen hatte immer die Wahl, möchte er die gefächerte Optik, möchte er lieber drei Sitzplätze, lieber diese Breite der Leinwand. Und dann letztendlich sind wir zu dieser Lösung gekommen, dass wir gesagt haben, wir arbeiten so flach wie möglich an den Seitenwänden. Das sind nur, ich glaube, 15 Zentimeter, 16 Zentimeter. Und damit das Ganze nicht aussieht wie ein schwarzer Kasten, arbeiten wir oben und unten mit dem Licht und haben dahinter die hellgrauen Wände. Okay, das Licht kann ich natürlich wieder anpassen in verschiedensten Farben. Also, sobald wir reinkamen, war alles nett rot hier am Leuchten, sah ziemlich sexy aus. So, jetzt hattest du ja natürlich eine 16:9 Leinwand. Das heißt, du hast eine Menge Fläche, wo du die Lautsprecher verstecken kannst. Sind die komplett hinter der Leinwand oder ist ein Teil oberhalb der Leinwand? Also, die Auro-Lautsprecher sind oben drüber und das ist auch das Gefährliche bei 16:9. Weil, wenn jetzt der Kunde sich für eine 16:9 Leinwand entscheidet und er möchte oben drüber noch die Auro-Lautsprecher haben, dann haben wir das Problem, dass die Auro-Lautsprecher vor den Leinwandrahmen strahlen. Es könnte passieren. Genau, je nach Deckenhöhe und nach Leinwandhöhe. Und deswegen muss man das genau ausrechnen. Hier hat es jetzt halt gepasst. Also die Auro-Lautsprecher sind oberhalb des Rahmens und die Front und der Center, die sind natürlich hinter der Leinwand. Aber man könnte jetzt bei denen, die ja jetzt im Einsatz sind, sind die da die Fasson, die kannst du ja vertikal oder horizontal nehmen. Genau. Was habt ihr hier gemacht? Vertikal? Nee, natürlich horizontal. Horizontal, weil sonst wäre es gar nicht mehr richtig gepasst. Genau. Okay. Und du verlierst ja trotzdem auch ein bisschen Höhe, weil du musst ja auch einen Halter dran setzen irgendwo. Ja. Das heißt, die Dinger können ja nicht parallel unter die Decke, sondern die müssen ein bisschen tiefer und ist halt ein bisschen tricky. Das muss halt berücksichtigt werden. Okay, ist aber gelöst worden. Genau. So, jetzt wollte er aber auch einen ordentlichen Bass haben. Mhm. Und das ist da hinten jetzt nicht so dolle möglich. Also hast du dich für ein SBA. Genau. Für alle die das Wort SBA zum ersten Mal hören, ist es was? Ein Single Bass Array. Das heißt, wir haben vorne ein Array mit 4 Subwoofern. Entsprechend so angeordnet wie bei einem DBA. Aber wir haben hinten keine aktive Auslöschung über die hinteren Subwoofer, weil die nicht da sind. Also müssen wir die Energie hinten dann über die Dämmung beseitigen. Vorne 4 Subwoofer, in diesem Fall 12 Zoll Scanspeak wieder und hinten ungefähr 40 Zentimeter Dämmung. Warum hat man jetzt 4 gemacht, also nicht nur 2? Die 2 werden wahrscheinlich in der Mitte gewesen oder wäre das gar kein SBA? Doch, SBA ist egal, also 2 Stimmen nennt man schon oder ist das gar nicht mehr so richtig? Das ist dann so ein Pseudo-SBA. Pseudo. Okay, genau. Also 4 wäre schon schöner. Genau. Damit oder 6 oder 8. Sind über die gesamte Fläche in der Höhe. Genau, weil sich dadurch einfach eine ebene Wellenfront ergibt,
die einfach durch den Raum geht und dann hinten wieder absorbiert wird. Musst du sonst irgendwas berücksichtigen, was die Wand an sich angeht? Dass die Wand in irgendeiner Weise aus bestimmten Materialien besteht oder irgendeine gewisse Dämmung hat oder eine bestimmte Härte hat oder was auch immer? Also die Wand, wo die, die Lautsprecher drin sind? Also nur für die Subwoofer an sich eigentlich nicht. Ja. Der Subwoofer sollte auch so nah wie möglich an der Wand stehen. Also nicht jetzt an der Rückwand. An der Rückwand, genau. Nicht jetzt einen Meter im Raum. Ja. Genau, und da das jetzt quasi eine Open Buffer Wall ist, also das heißt, da ist kein Holz vor und keine Abdeckung, sondern da ist direkt die Dämmung, wo der Schall auch hier wieder durch die Leinwand in die Dämmung gehen kann, müssen wir da eigentlich nichts weiter beachten. Okay, außer dass du jetzt natürlich wieder so ein dünner Tralala hast mit DSP. Genau, also da ist ein Dynacord drin. Genau. Dynacords, ne? Ja. Okay, jetzt gehen wir weiter. Er hat hier eine Sitzreihe hier. Übrigens Batman-Socke, also irgendwie zwei doofe, ein Gedanke. Es ist immer noch der gleiche Tag. Nicht, dass ihr denkt, ich habe 3 Tage hintereinander die gleichen Socken an. Nein, wir haben das am gleichen Tag gedreht. Er ist Batman-Fan irgendwie. Genau, die waren beleuchtet hier. Die wollte er gerne an diesem Stoffrahmen, das ist in der Stoffrahmen hier. Ja. Die haben wir halt dann dort befestigt mit einem entsprechenden Brett dahinter. Auch schaltbar über Philips Hue. Also da sind Steckdosen verbaut, die Philips Hue steuerbar sind. So kann er die an, ausmachen, wie er möchte. Er hat unten 5 Lautsprecher und oben 5? Genau, also er hat unten ein klassisches 5.1 Setup. Ich komme mal, ich folge dir mal. Genau, das heißt, wir haben hier den Lautsprecher und da wir ja eine ganz schöne Tiefe jetzt hier haben. Genau. Das Angenehme mit dem Nützlichen oder Nützlichen angenehm. Mhm. Also der Lautsprecher ist natürlich angedreht auf den Sitzplatz. Also er strahlt nicht jetzt zu uns, sondern eingedreht auf den Sitzplatz. Ja, ja. Und die Auro-Lautsprecher, weil der Hans-Jürgen alle Lautsprecher versteckt haben wollte, sind oben in der Ecke. Okay. Und dann ist er im Prinzip bei 110 Grad Winkel und auch sogar bei 30 Grad Höhenwinkel. Ja. Also von daher haben wir mit der Position fast perfekt die Auro. Und das mit den flachen Lautsprechern, den Opticon LCRs, weil das einfach ein Universallautsprecher ist und der das eben in dem Fall auch ziemlich weit abstrahlt, also ziemlich umhüllend. Genau, aber das wirst du ja gleich wieder selber hören. Ja. Ich will da nicht zu viel verraten. Ich habe es mir schon beschreiben lassen. Okay. Okay, hier ist jetzt noch ein bisschen was an Technik. Hier steht ein Oppo, der ist ein Fernseher, der Pioneer, von dem wir ja vorhin gesprochen haben. Ja. Ein bisschen Media-Player-Technik. Und dann hast du ihm, das ist nicht ein Kühlschrank, sondern das ist jetzt ein kleines Rack. Dinger gibt es auch klein. Weinregal. Nicht nur so riesig. Genau, hast du schon Kombigeräte? Nee, ne? Gibt's noch nicht, ne? Okay, vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken. Also, das Wein-Bierregal mit eingebauten Systemen für Verstärker. Also, hier ist die Technik drin. Das heißt, er kann das alles über eine RTI demnächst bedienen und hat dann hier, was für ein Verstärker ist das überhaupt? Das ist ein Marantz 8012. Ja, das ist ja auch sehr sexy. SR 8012, dazu oben die Dynacord und unten so ein Sat-Receiver, womit er hier auch Fußball und Fernseh gucken kann. Genau, also alles schön verpackt hier. Genau. Klappe zu, Affe tot. So ist das Ding zu. Hier wird noch mit einigen Fernbedienungen gearbeitet, aber ansonsten ist das demnächst eine RTI. Genau, so macht man das. Genau. Und dann kann er sich ja, das ist ja auch das Schöne, ne? Nochmal, er schneidet hier und wenn er das Ganze mal eben schnell auf der großen Leinwand sehen will, braucht er sich einfach nur mal schwuppdiwupp hier oben drehen und schon sieht er alles auf dem großen Bild. Genau, das war Ziel des Raums. Das war Ziel des Raums. Oben ist ein Voice of God. Ja. Dann haben wir hier unseren Mega-Beamer, den N7. Das ist ein N7, ja. Was hat der für eine Halterung eigentlich da? Ist das die Designhalterung? Die Designhalterung. Die siehst du ja gar nicht. Ja, genau. Das ist die Designhalterung. Haben wir das auch geklärt. Genau. Und dann habt ihr mir noch eine Umrandung mit ein bisschen Licht gemacht, ne? So im Stil wie das auch im vorderen Bereich. Genau. Einfach, wir mussten hier einfach noch ein bisschen Licht unterbringen. Und weil wir ja nicht in die Betondecke, die ja gegossen ankam, reinbohren wollten und nichts aufstemmen wollten, haben wir eben diese kleine Abkofferung gebaut. Und vorher hat der Hans-Jürgen auch den Stoff von mir zugeschickt bekommen. Mhm. Und der Maler hat ihm im gleichen Farbton die Farbe angemischt, weil die Seitenwände hat der Maler gestrichen. Ja. Und der Stoff kommt von uns und das passte dann halt so, wie er das haben wollte. So, und jetzt haben die sich die ganze Zeit, während wir beide hier stehen, Gedanken drüber gemacht, was das wohl ist. Das wissen wir, das ist eine Kulani-Lampe, aber was das hier ist, da sind sie am Überlegen. Aber das können wir jetzt ruhig erzählen, das ist das neue Grobi-Tuning, damit kann man die JVC-Beamer auf 8K hochtunen. Ja, so ist es. Kostet 4.999 Euro. Und du kommst persönlich vorbei. Genau. Und legst nochmal Hand auf. Ja. Nein, also das ist von dem Baubiologen, der hier tatsächlich irgendeine Strahlung misst. Wir erklären jetzt, sonst denken die Leute, wir sind verrückt. Ich würde gerne wissen, ob wir leuchten. Ob wir leuchten, ja. Da wird irgendwie Radon oder irgend so etwas wird da gemessen und in 3 Monaten kommt da irgendein Streifen raus und anhand des Teststreifens kann man es dann sehen, ob hier irgendwelche Streifen sind. Ob du aussehen musst oder nicht. Wie man sieht, hat der Jürgen einen sehr tiefen Schreibtisch. Wir haben auch noch vorher mit dem Schreiner, der den Schreibtisch geliefert hat, besprochen, wie der befestigt werden soll, weil der Schreibtisch an unserem Ständerwerk hinten auch befestigt ist.
Und unten drunter sind Steckdosenschächte bis zur Wand, sodass man wirklich auch die ganzen Steckdosen und Netzwerkkabel noch alle benutzen kann. Was will man mehr? Ich würde sagen, wir machen mal ein Bild drauf, weil die wollen ja alle mal ein Bild sehen. Ihr wolltet hören, ihr wolltet sehen, schmecken ist nicht, aber das werden wir machen. Eine Lüftung hast du noch da vorne, oben rechts. Komm, wir gehen mal schnell. Wir gucken, ob der Simon schnell reagieren kann. Guck mal hier, einmal zurück, einmal hier rüber. Wunderbar erkannt. Genau. Klasse. Das ist eine... Das ist die Abluft, die Zuluft ist vorne. Also es geht wirklich Luft vorne reingeblasen, die dann hier rausgeblasen wird. Richtig. Das sind ja Betonwände. Genau. Und hier bleibt die Tür auch zu, aber trotzdem wollen wir eine gewisse Zirkulation haben. Genau. Das war aber vorher schon eingeplant. Das war auch mit dem Bauunternehmen besprochen, dass hier eine aktive Belüftung reinkommt, die einfach hier, keine Ahnung, dreimal die Stunde die Luft komplett einmal umwälzt. Also den Segen von allen Beteiligten haben wir bekommen. Genau. Aber eine Besonderheit hatten wir ja noch. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Bau des Hauses, bei diesem Ökologen, darf ich noch nicht erzählen. Noch nicht so weit. Doch, darfst du, doch. Komm, erzähl das mal. Okay. Also. Wir waren normalerweise macht man da andere Sachen mit. Ja, Feuer, Rauchen. Genau. Eine schöne Zeit. Ja, kann man haben. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Also bitte keine macht den Drogen. Aber trotzdem, was ist hier drin? Also, wir waren mit dem Kino fertig und dann war hier 3-4 Wochen später ein Tag der offenen Tür, wo das Bauunternehmen dieses Haus Interessenten vorgestellt hat. Und dann war der Baubiologe hier unten und hat quasi ein Herzkasper bekommen, einen Kreislaufkoller. Hat sich mal wieder erholt. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Weil hier ja so viele schädliche Materialien verbaut wären. Mhm. Also haben wir auf Wunsch des Kunden die gesamte Dämmung und des Baubiologen vor allen Dingen, die Dämmung wieder rausgenommen und haben die ersetzt durch eine Mischung aus Jute und Hanf. Letzteres ist besonders interessant. Genau, also das kann man scheinbar wohl auch rauchen. Aber nicht dieses Hanf. Vorsicht. Das weiß ich nicht. Das war es nicht. Es gab zwar, er hat eine Anekdote erzählt, es gab die Irritation des Fahrers, der den Hanf geliefert hat, was wäre denn hier jetzt hier geplant worden wäre. Ob ihr, sag mal, wahrscheinlich hat er gedacht, hier wird ein Coffeeshop aufgemacht. Zwei Paletten Hanf kommen auf einmal. Das ist natürlich schon viel für so ein Dorf. Ja. Also auf jeden Fall war der Baubiologe danach wieder zufriedengestellt. Absolut. Hat das hier wieder gesundheitlich abgenommen, dass jetzt alles in diesem Charakter des Hauses auch ordentlich wäre und von daher. Wobei ich wirklich sagen muss, Hans-Jürgen ist draußen. Das würde ich mir auch jetzt sagen, wenn er dabei ist. Aber ich muss sagen, als ich reingekommen bin, hatte ich schon das Gefühl, dass es ein angenehmes Klima ist mit dem Holz und allem, von der Luft her. Absolut. Weil das ist ja so ein Haus, was ja total dicht ist, aber der hat ja an den Wänden dann so Belüftungsapparate, die das alles steuern und so. Genau. Das ist schon angenehm gewesen. Genau, also das ganze Haus. Ich fand es auch die ganze Zeit angenehm. Ich finde schon echt gut. Ja. Also auch hier unten finde ich sehr angenehm. Also, ja, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich weiß nicht. Also man muss mit meiner Frau mal reden heute Abend. Ja, könnt ihr einen Cast neu bauen auf dem alten IKEA-Gelände. Jetzt haben wir ja doch den Namen genannt. Das wollten wir doch gar nicht. Achso, auf dem Autokino-Gelände. Ja, genau, Car-Comedy-Gelände. Ja. Mein Lieber, ist wunderschön. Dann würde ich sagen, wir gucken uns noch mal eben 1, 2, 3 Sachen an und hören uns mal was an. Genau. Und ihr seid auch hoffentlich dran geblieben. Bis gleich. Genau. Das hat schon so ziemlich was von einem gewissen IMAX-Verhältnis, würde ich fast schon sagen. Ja, also du bist jetzt so 3,5 Meter ungefähr weg. Ja, ne? Ja. Du kannst natürlich jetzt hier noch total flexibel sein, indem du schon mal was näher rangehst. Machst du das schon mal? Oder ist das eher nicht. Also im Gegenteil, je nachdem, was für ein Material, gehe ich sogar mal zurück. Aber hier bei 4K könnte man auch dichter gehen. Ne? Könnte man. Ja, ja, 16:9 Panel jetzt hier, also ausgeleuchtet von oben bis unten. Wenn ich jetzt hier sitze und sehe meinen Bildkreis an, Ich habe alles gut im Blick, brauche nicht schwenken mit dem Kopf. Ne? Was für ein Bildkreis? Den inner Wahrnehmungskreis. Ja. Ne? Wenn ich jetzt oben unten sehe, brauche ich nicht mit den Augen hin und her fahren, sondern ich kann ganz entspannt gucken und habe die ganze Leinwand im Blickfeld. Das ist für dich schon aufgrund deines alten Jobs so eine der Merkmale, worauf du achtest. Ja, ja, da achte ich schon drauf. Sonst wird es anschauen anstrengend, ne? wenn man zu nah dran ist. Weil du dann die Augen wirklich nach rechts und links bewegst. Richtig, richtig. Ja, also manche Leute finden das gut. Ein Freund von mir hat das zum Beispiel, der hat eine sehr, sehr breite Leinwand. Ich finde es nicht so gut. Ich finde es besser, wenn es so ist, wie es hier ist. Okay, alles klar. Also haben wir euch nochmal so ein paar Anregungen gegeben, worauf ihr achten solltet bei der Auswahl des richtigen Bildformats. Ansonsten kommt rüber, wir können euch das hier alles in unseren Studios mal demonstrieren mit den verschiedensten Abständen. Aber so dieses Verhältnis 1:2, also 1:1,2, sage ich mal, 1:1,34, das ist mittlerweile schon ein sehr häufig genutztes Bildverhältnis und Abstandsverhältnis. Das ist gut. Also 16:9 finde ich relativ gut. Wie gesagt, es gibt ja auch die Filmformate, die Cinemascope-Formate.
wenn man dann maskieren kann, das kann ich ja, nur zurzeit haben wir ja diese RTI-Technik noch nicht drin, dann würde ich das auch favorisieren eigentlich. Nur meine eigenen Sachen, die ich mache, mache ich alle in 16:9. Teilweise gebe ich einen Effekt drauf, aber bei den Standbildern ist es immer so eine Sache. Es gibt manche Formate, die eignen sich dann nicht in dem Cinemascope-Format. Dann fehlen die irgendwelche Kirchtürme oder irgendwas, weil die Bilder sind ja nicht so gemacht worden auf das Cinemascope-Format. Was den Bildausschnitt angeht. Mit 16:9 kommt man dann besser hin, bei Standbildern. Also, gewaltig auch hier wiederum beim Sound. Du bist ein Freund auch von ein bisschen mehr Pep im Sub, ne? Richtig. Jupp. Ja, das finde ich gut. Ja, das haben wir gemerkt. Und das ist ein freistehendes Haus, somit hast du keine Berührungen mit den Nachbarn. Ja, und es ist auch relativ gut gedämmt. Also, meine Frau oben sitzt und ich lass schon mal ein bisschen es krachen hier unten. Dann sagt sie zwar, ja, ich habe so ein bisschen was an den Füßen gekribbelt. Gedröhnen gehört, aber nicht störend. Also das ist durch die Dämmung doch recht gut in den Griff bekommen hier, hatte der Holger. Ne? Mann, super. Also ich sage nur vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, bitte, bitte. Ich habe deine kleinen Geschenke, die habe ich alle nebenan. Du kriegst noch Geschenke. Ja, die sind noch nebenan in dem Haus. Und unter anderem die Boca Shade, was diese tolle Mucke angeht. Und ich habe das In Excess-Konzert habe ich dabei. Oh, das ist gut. Das ist von 93, 35 mm gedreht, in 4K abgetastet, neu abgemischt in Dolby Atmos. Ich schwöre dir, heute Abend hast du das Gefühl, du bist hier in diesem Stadion, wo die damals waren. Die hatten wir mal im Rockpalast. Ja? Jahrelang her schon, Jahrzehnte her. Hast du im Rockpalast auch mitgearbeitet? Ja, an der Kamera. Und bis morgens um 5 oder 6. Und dann ging die Party erst richtig los. Dann ging die Party erst richtig los und Ohrensausen. Aber ich glaube, du könntest uns ein paar Geschichten erzählen. Das kann ich dir sagen. Johnny Winter im Swimmingpool. Oh, oh. Aber nicht alleine. Aber nicht alleine. Doch, der ist das leider ein bisschen blind. Ja, der ist dann reingefallen, leider. Oh, okay, alles klar. Ja. Gut, ich hab ja auch zu danken, ne? Also ihr habt das hier toll realisiert. Ich habe ja selbst handwerklich fast gar nichts gemacht und war heilfroh, den Holger zu haben, den Dennis, dich in der Beratung. Und du weißt ja, wir kennen uns ja seit ewigen Zeiten schon und die Geräte, die ich hier gekauft habe, bei dir, die haben heute noch. Die funktionieren noch. Und haben viel Spaß gebracht. Und und fand es immer relativ gut, dass ihr auch, was die Standbildästhetik angeht, also gerade für mich mit meiner Bestumpfeltechnik, haben wir natürlich früher mit Kodak Ektapros gearbeitet, ne? Analog. Diaprojektoren. Und das war gar nicht so einfach, viele Leute da zu überzeugen. Hört mal, das Digitale ist doch die Zukunft. Weil immer gesagt wurde, ach, das Bild ist einfach nicht schön, hat keinen Filmlook. Das ist alles nicht mehr der Fall. Schön zu hören. Mein Lieber, ich würde sagen, wir bleiben weiter in Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt als nächstes die Fernbedienung rein und dann drückst du nur noch auf den Knopf und dann kannst du deine Cinemascope und alles das machen. Ja, genau. Okay? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Zweites Video. Ich wollte noch ein, zwei weitere vielleicht noch diese Woche kommen, damit ihr, wie gesagt, in den nächsten Tagen, wenn ihr da am Strand liegt oder am Balkonien oder im Garten oder wo auch immer, keine Langeweile habt und weiterhin noch gute Informationen bekommt. Und vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr noch alle persönlich. Bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao. Tschüss. Ciao.